MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge FIFA 14 Ultimate Team und es ist gerade, richtig, es ist Happy Hour. Und da dachte ich mir, was soll der Geiz? Wir können hier 5 Packs aufmachen. Machen wir doch einfach mal 5 Packs auf. Ja, und falls ihr selbst irgendwie knapp bei Kasse seid und mal ein paar Packs aufmachen wollt, könnt ihr auf MMOGA gehen und dort euch ein paar Münzen besorgen. Und den Link dazu habe ich dann in der Videobeschreibung. Ja, na gut, lass uns einfach mal jetzt hier ein paar Packs aufmachen. Was haben wir da? 5 Stück Jumbo Premium Gold Sets für 15.000. Da ist jede Menge Zeug drin. Aber naja, mal gucken. Ja, diese Packs, diese Happy Hour Premium Jumbo Packs sind meistens echt total die Verarschung, aber ich will es euch zeigen, was hier so drin ist und hoffe, dass natürlich da was bei rumkommt, was Gutes, was Nettes. Aking Thief! Oh, das ist doch mal ein netter Torwart, oder was? Doch, der ist nett, der ist ganz nett. Wen haben wir hier? Perea, okay. Isla. Oh, den hatte ich ganz früher in meinem allerersten Ultimate Team. Mit meinem Italien-Team, ja. Raphael. Li Yong Ray. Nastasic. So, irgendwie so ein Typ. Fitness, sehr gut. Und K-League. Und den haben wir doppelt. Okay. Dann packe ich mal Akin Thief auf den Transfermarkt, beziehungsweise Spieler anbieten. Preisvergleich mal schauen. Was haben wir hier? 2,5. 1,9. 1,5. Was? Boah, das ist ja... Naja, gut. Mit ein bisschen Glück verkaufen wir den auch für 2000. Okay. Boah, da können wir eigentlich mal gucken. Aber 66 Stärke ist halt nicht besonders gut, ne? Aber vergleichen wir mal. Boah, ich glaube nicht, dass den irgendjemand kauft. Aber wir probieren es einfach mal, ne? Also 1,5, 2000 oder so war das. Aber sonst ist es eine eher miese Ausbeute. Null Verträge, gar nichts. Okay, bin Verein. Will ich den Rest nämlich abstoßen, weil ich die überhaupt nicht brauche. Dann gammeln die nur in meinem Verein herum. Die ganzen Fitnessdinger sind auch ganz gut. Heilung, ja, okay. Können wir auch mitnehmen. Und das Training benutze ich auch fast gar nicht, ne? Solche Dinger. Könnte ich auch mal machen für ein Spiel, aber sonst. Ja, kann alles weg. Ich weiß nicht, ob K-League da irgendwas wert war oder so. Aber ja, David Alaba hier drauf auf der Verpackung. Das kann auch ein gutes Pack werden. Es wird ein tolles Pack, da bin ich mir ganz sicher. David Alaba und es kommt Ibrahimovic. Toni Kroos. Ja, der ist jetzt natürlich nicht so viel wert, der Toni. RM nach RF ist auch ganz gut. Udinese. Ein paar Doppelte. Ja, ein IV. Transfermarkt anbieten, Preisvergleich. 850, ja. Ja, bieten wir mal an. Also so stark ist es jetzt hier halt noch nicht, ne? Das ist ein bisschen schade. 750, 800. So, dich hier auch, Veliton. Oder Veliton, also das G ist ein bisschen stumm bei mir. mal geguckt. Ah, derselbe Schmarrn. Derselbe Schmarrn. 750, 800. Also. Senden. So, mal gucken, wie das Toni Kroos wert ist. Also, ein bisschen dürfte er schon wert sein, aber. Ist halt langsam als ZOM und so. Ja. 8.500 sehe ich hier. 8.000.
Das schaue ich doch nochmal direkt. Das Witzige ist ja, dass er letzte Woche, war das letzte Woche oder so? Aber zumindest vor kurzem hat er auch eine Inform gehabt. Ja. Okay, hauen wir ihn rein für. Oh, ich weiß nicht. 7-4, 7-5. Go, 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 go. Das ist wenigstens da das Pack zur Hälfte schon raus. Also eigentlich nix. So. Salvio. Ankommen, also. So gut nicht. Nee, er ist halt ein bisschen schnell. Ich glaube aber nicht, dass den irgendjemand kauft. 300, 400, nee, der kann auch direkt mit weg. Barker. Barkero. Ah, die Verträge wieder mitnehmen. Kann man ja immer gut gebrauchen. Dann das Training wieder, die Modifikation. Also die sehen alle nicht so stark aus. Also es war wieder ein Mistpack. Wieder ein richtiges, typisches Mistpack. Wie man es auch kennt. Alle Attribute plus 6. RM nach RF, das könnte was wert sein. Montpellier, ja. Udinese meinetwegen. Und der Rest wird jetzt instantaneous abgestoßen. Yeah. Also es waren zwei Hammerpacks. El Shara wieder drauf. Und im Ernst? Was ist das denn für ein Mist? Das ist der seltene Spieler hier drinne? Müller. Es schockiert mich einfach. Ja, 500. Wow. 450. Also hier, die Verträge kann ich wieder reinpacken, aber sonst ein IV mit 82. Oh, bei Tottenham. Oh, da muss ich gleich mal gucken. Der ist bestimmt 10 Millionen wert, mindestens. Die Verbrauchsobjekte kann ich alle mitnehmen. Meine Güte. Also das Pack ist auch mega Verarschung. Besonders ist es auch überhaupt nicht auffällig, dass diese Packs teilweise sozusagen vorher generiert wurden sozusagen. Also dass die bestimmte IDs haben. Weil wie unwahrscheinlich ist es, dass in einem Pack das Juve-Wappen und auch noch das Juve-Trikot kommen? Also ich weiß auch nicht. So, anbieten. Preisvergleich. Nee, komm. Hau weg den Scheiß. Dann ist ja richtig mal ätzend. Also, ich kann euch echt nicht raten, diese Packs aufzumachen. Ibrahimovic und Özil, das wären die Dinger, für die ich mich interessiere. Özil, ja. Ibra, Hauptsache, ne? Aber wer kriegt hier schon den Ibra? Wie oft soll ich den jetzt noch kriegen? ...72er. Aber auch nicht wirklich selten. Wow! Pass auf, den hauen wir auch direkt so rauf. Für 1000. Yay! Das ist doch alles Rotz, oder was? Der ist überhaupt nichts wert, ey! Direkt abstoßen, direkt alles abstoßen eigentlich. Ich nehme nur die Verträge. Ich wollte ja unbedingt Verträge haben, deswegen habe ich auch eigentlich dieses Pack-Opening gemacht. Ich brauche ja dringend Verträge. Meine Güte, ey, das ist doch echt Verarschung hoch 10. Aber ich mache das, damit ihr es sozusagen nicht selbst machen müsst. Dribbling. Marksman, auch okay. Saint-Étienne. Oh ja. Oh ja, ich habe schon so lange auf diese Bälle gewartet. Ja, hau weg. Auch wenn der Stürmer da 75 hat. Kommen wir zum letzten Pack. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Na, wer kommt jetzt? René Adler! Woo!
Ashley Young. Ist es Ashley Young? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Anbieten. Preisvergleich. 88. Oh ja, 13. Ja, ja. Machen wir das mal. Bieten wir für 10.000 an und dann 13 so verkauft. Dann Papadopoulos. So, Papadopoulos. Von Schalke. Ah. Aha. Anbieten. Auch nicht so. Würde ich mal sagen. Ist eigentlich auch nur Abstoßung. Dich gucken wir auch mal, dich ZOM. Also echt, wir haben nicht wirklich Glück, ne? Nee, das ist auch nur Müll. Young Boys. Direkt hier erstmal in den Verein. Also das finde ich ein bisschen halt zu krass, was für ein Schrott man da rauskriegt. Warum machen sie das? Natürlich wollen sie damit Münzen vom Markt nehmen. Das ist halt eine Methode, um den Markt irgendwie stabiler zu kriegen, um ja, wie sagt man das? Um Preise zu senken der Spieler. Je weniger Münzen eben da sind, desto günstiger werden auch die Spieler. Dadurch lohnt es sich eher Adler eher Food Points sozusagen zu kaufen und darauf sind sie eben aus, denke ich mal. René Adler, was kostest du? 6.000. Mhm. 6,8 nur. Na gut. Machen wir es mal. Gehen wir 5,7. So, das passt schon. Und der Rest sagt tschüss. Ja, das ist echt. So, die Sets sind nicht mehr verfügbar. Das ist richtig. Und weil es so schön war, machen wir hier auch nochmal einen auf. Da hauen wir dir noch einmal einen 7,5 raus. Das passt schon. Lionel Messi. Jetzt gib uns Glück und hau uns mal einen ordentlichen Spieler raus. So wie Schweinsteiger. Stotch. Oder Stoch. Wie auch immer er heißt. Hoffenheim. Wow. Nee. Hm. Der ist auch nichts wert. Der ist ja nur schnell. Der hat ja nichts. Oh, nee. Ah, das gibt's ja nicht, ey. Der ist halt echt traurig, ne? Also ich bin auch eigentlich nur wegen der Verträge hier, um die Packs aufzumachen. Aber meinetwegen kann auch Hoffenheim auch in unserem Verein der Schrott hier wird weggehauen. So, und zu guter Letzt noch einmal und dann ist gut. Jetzt aber wirklich. Jetzt aber wirklich. Viele Punkte auf den Kopf gehauen für nix und wieder nix. Da brauche ich jetzt gar nicht nachzugucken. Das sehe ich aus 5 Kilometer Entfernung, dass der nichts drauf hat. Aber die Chemistry Styles. Okay, da haben wir was. Heilung auch ganz gut. Jo. RF nach RM. Engine und Anchor, ne? Ja. Meinetwegen hier, tschüss. Gut, das war's auch für das Pack-Opening. Gelohnt hat sich's nicht. Nicht so wirklich. Echt sehr schade. Aber naja, kannst nichts bei machen. Andere haben da doch eher Glück. Ibra in Form, der ist wohl noch ganz weit weg. Und ja, ich sag erstmal danke fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr Daumen nach oben geben könntet und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssikowski.